Hallo liebe Zuschauer von infranken.de, ich bin das Eich und ich hoffe, es hat sich schon rumgesprochen. Ab Januar bin ich mit meiner wöchentlichen Satire, nee, die kommt nur alle 7 Tage, egal. Auf jeden Fall kommt jetzt Eichs, mein satirischer Wochenrückblick ab sofort auf infranken.de und so in etwa schaut schon mal aus, wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Ist schon soweit? Ja! Ihr mit eurem scheiß Stress, ich sag ja immer, bloß keine Hektik. Jetzt reicht's. Ja, das wäre eigentlich jetzt schon alles gewesen, was ich sagen soll, laut infranken, aber das ist ein wenig albern, deswegen habe ich mich da nicht so rausgeputzt, oder? Ich habe irgendwas vorbereitet und zwar eine der schönsten Geschichten finde ich in diesem Jahr, es ist ja Gott sei Dank nichts passiert, aber mich hat es zerrissen, als im Raum Bamberg diese beiden Streifenwagen bei einer, ja, fort zu einem Banküberfall zusammen, ne, gecrasht sind. Was, habt ihr verpasst? Macht nichts, ich hab's mal vertont, passt da mal auf. In Bambergs Polizeistation klingelte das Telefon. Nee, Quatsch, Alarm mit lautem Schall und einer rief Banküberfall. Jungs, ich glaub, jetzt müsst ihr raus. Echte schaut noch Arbeit aus. Ein Polizist schreit zu seinem Chefen, bin schon fort, Kollegen treffen. Tja, das mit dem Treffen kam recht schnell, er ist seinem Kollegen neigeprellt. Er nahm's wörtlich, was ein Lacher, das nenn ich moll lokale Krache. Ein lauter Knall, knirschendes Schleifen, ja, wenn sich Streifenwagen schleifen, klingt's genauso wie bei uns, es war ein echt amtlicher Bums. Wer hat die Vorfahrt da verpennt? Advent, Advent, ein Blaulicht brennt, erst eins, dann zwei, mehr werden's nicht, doch leuchtet ratlos ein Gesicht. Vom Polizisten nämlich und gegenüber, sein Kollege schaut noch drüber, mit rotem Kopf am Streifenwagen platzt dem einen dann der Kragen. Polizei, ob er sofort, Rindviech, wir sind noch schon vor Ort. Er grübelt kurz und sagt, nicht schlecht, wo's da recht hast, hast da recht. Kurz darauf beginnt auch schon die Unfallhergangsdiskussion. Der eine platt vor lauter Frust, der andere nicht ganz schuldbewusst. Der Käufer ist nix dafür, Rindviech, schau mal vor der Tür. Die hast du ja wohl getroffen. Mal ehrlich, Kollege, du hast doch gesoffen. Was? Ich trink nur Tee, eiserner Wille. Er hatte locker 2 Kamille, doch das, ihr Lieben, man glaubt es nicht, fällt im Verkehr nicht ins Gewicht. Tja, es ging hin und es ging her, Entschuldigung, ja bitte sehr, und kurz darauf gestand er klein, laut ihm seinen Fehler ein. Ich hab a Schlängerlack gemacht, beim linken Halt noch hat's gekracht, passiert schon mal, sei nicht so kleinlich, jetzt rammet auf, das ist ja peinlich. Und unterdessen in der Bank, sorry, ich lach mich hier grad krank, war allen Beteiligten recht schnell klar, dass der Alarm ein falscher war. Und die Fahrer dieser Streifenwagen werden jetzt schwarze Schleifen tragen, die Karren ganz umsonst im Arsch. Applaus, Applaus, na Hallamarsch. So, das war jetzt wegen so ein kleiner Spontanspaß für zwischendurch, aber ab Januar geht's dann so richtig los. Jetzt eicht's und ich freue mich auf euch. Bis gleich, das Eich.